Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich euch. Passend dazu möchte ich heute in der Mixed Media Technik eine Kerze mit euch malen. Und zwar möchte ich Aquarellfarbe und Aquarellstifte kombinieren. Dass dies problemlos möglich ist und warum eine solche Kombination auch vorteilhaft sein kann, erfahrt ihr im heutigen Video. Ja, zunächst möchte ich mir meine Skizze mithilfe eines Kohlepapiers auf mein Aquarellpapier übertragen und ihr seht hier auch, dass dieses Kohlepapier schon einige Male benutzt worden ist und das ist überhaupt nicht schlimm, denn wenn das Kohlepapier schon etwas abgenutzt ist, haben wir auch nicht mehr einen so starken Farbauftrag. Mit einem Druckbleistift zeichne ich nun die Umrisse meiner Skizze nach und übe dabei nur wenig Druck aus. Hier könnt ihr sehen, dass ich die Vorzeichnung nur sehr schwach übertragen habe und dabei auch einige Fehler entstanden sind, also einige Lücken in der Übertragung. Und diese korrigiere ich nun mit einem Bleistift, denn den Bleistift kann ich dann im Anschluss mit einem Knetradierer noch einmal aufhellen. Und das ist bei einem Bleistift deutlich einfacher als bei dem Auftrag mit Kohlepapier. In der Nass-in-Nass-Technik möchte ich nun zunächst mit Aquarellfarbe eine Farbanlage machen. Und ich habe mich hier für die Lukas Aquarellfarben entschieden, weil diese besonders gute und hohe Laufeigenschaften aufweisen. Das heißt, im Zusammenspiel mit Wasser fließen diese Farben besonders gut und ein Farbton verdrängt dabei den anderen, sodass interessante Verlaufsstrukturen entstehen. Wenn ihr die Fließeigenschaften eurer Aquarellfarben ein wenig verbessern bzw. verstärken wollt, dann könnt ihr zu euren Aquarellfarben ein wenig Ochsengalle hinzufügen und dadurch die Fließkraft erhöhen. Hierbei muss natürlich erwähnt werden, dass Ochsengalle selbstverständlich nicht vegan ist und dass es ratsam ist, solche Mischungen dann auf einem separaten Papier vorher auszuprobieren. Ich habe dann im oberen Bereich des Bildes ein rein Gelb und im unteren Bereich des Bildes Neutraltinte aufgetragen. Und Neutraltinte ist keine Tinte, sondern der Eigenname, also die Farbbezeichnung eines warmen Grautons. Dann habe ich ebenfalls im unteren Bereich des Bildes ein Alizerin-Karmesin, also ein Karminton, mit einfließen lassen und ihr könnt hier wunderbar sehen, wie der Karminton die Neutraltinte verdrängt und so wunderschöne Verläufe entstehen. Um den Hintergrund noch ein wenig interessanter zu gestalten, habe ich dann immer noch nass in nass einige Farbspritzer hinzugefügt. Nun beginne ich mit der Ausarbeitung des Motives mit Aquarellstiften und dafür habe ich mir passend zu meinem Hintergrund die richtigen Farbtöne herausgesucht und koloriere nun die Flamme in Gelbtönen und die Kerze in Rottönen. Ich benutze hier die Aquarellstifte Albrecht Dürer von Faber-Castell und Supracolor Soft von Caran d'Ache. Beides sind Aquarellstifte in Künstlerqualität. Ein Video, in dem ich meine Aquarellstifte miteinander vergleiche und dabei 7 Weihnachtskarten male, verlinke ich dir oben in der Infobox. Wenn dich das interessiert, dann schau da doch gerne einmal rein. Das Papier ist von Arches 300 Gramm pro Quadratmeter mit einer matten Oberflächenstruktur aus 100% Baumwolle.
Die Materialien habe ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung aufgeführt. Und wenn euch ein Video interessiert, in dem ich die Grundlagen des Malens mit Aquarellstiften erkläre, findet ihr dies natürlich auch auf meinem Kanal und ich verlinke euch das auch noch einmal oben in der Infobox. Ja, mit einem Universalpinsel mit einer spitzen Katzenzungenform habe ich dann angefangen, den Farbauftrag zu verblenden. Und hier könnt ihr nun sehr schön sehen, was die Vorteile sind, wenn wir Aquarellfarbe mit Aquarellstiften kombinieren. Denn dadurch, dass der Aquarellstift eine nicht ganz so hohe Transparenz aufweist wie übliche Aquarellfarbe, tritt der Farbauftrag des Aquarellstiftes automatisch in den Vordergrund und das bei gleicher oder ähnlicher Farbwahl. Das heißt, das Gelb der Flamme hier zum Beispiel hebt sich deutlich von dem Gelb im Hintergrund ab. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Rot der Kerze und das Rot im Hintergrund. So können wir starke Kontraste erzeugen, ohne die Kalt-Warm-Wirkung von Farbe berücksichtigen zu müssen. Denn wärmere Farben wie hier das Rot oder auch das Orange-Gelb treten üblicherweise in den Vordergrund und kühlere Farben eher in den Hintergrund. Und so bietet sich hier die Möglichkeit, einen Hintergrund mit warmen Farben zu gestalten und dennoch eine gute Räumlichkeit erzielen zu können. Mit dem Aquarellstift setze ich jetzt Dunkelheiten mit einem Farbton namens Caput Mortuum und dieser Farbton kommt der Neutraltinte relativ nah und auch hier könnt ihr sehen, dass der Aquarellstift deutlich in den Vordergrund tritt. Ja, in meinem vorletzten Video habe ich ja mehrfach erwähnt, dass ich mir bei Aquarellstiften lieber einzelne Farben aussuche, als die vorgefertigten Sets zu kaufen. Ja, und hier seht ihr nun einen der Gründe dafür, denn ich kombiniere meine Aquarellstifte gerne mit meinen Aquarellfarben. Und bei der Malerei habe ich natürlich meine Lieblingsfarben, ich denke, das kennt ihr auch, Farbtöne, mit denen ihr gerne arbeitet. Und Farbtöne, mit denen ihr eher weniger gerne arbeitet. Und dementsprechend stimme ich gerne meine Aquarellfarben mit den Farben meiner Aquarellstifte ab. Schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, ob ihr auch schon einmal Aquarellfarben mit Aquarellstiften kombiniert habt und wie eure Erfahrungen damit sind. Bei der Ausarbeitung des Motives achte ich natürlich darauf, den Farbauftrag mit den Aquarellstiften nicht allzu flächig vorzunehmen, so dass an vielen Stellen der Hintergrund noch durchscheint und ich dadurch eine gewisse Leichtigkeit im Bild erhalten kann. Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich bei euch dafür, dass ihr mein Video schaut. Und wenn euch mein Video gefällt, dann vergesst nicht zu liken. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo sehr freuen. Ich bin Alexandra, ich bin Künstlerin und auf meinem Kanal gibt es nach Möglichkeit jeden Sonntag ein Video mit kunstbezogenen Themen. Hier zeichne ich nun den Docht ein und verblende diesen an einigen Stellen stärker und an anderen schwächer und zeichne diesen dann mit einem Aquarellstift auf der nassen Fläche noch einmal nach.
und erreiche so ein recht unklares Bild des Dochtes, denn dieser ist ja in der Flamme und das Hitzeflimmern lässt einen Docht eher unscharf und wenig kontuiert erscheinen. Making our Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else, isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories, oh, oh. Hier seht ihr, wie ich nun noch ein bisschen Wärme mit in die Flamme einbringe. Das heißt, einige Stellen mit einem warmen Orangeton noch einmal betone, denn die Flamme erschien mir doch noch ein wenig zu gleichmäßig und nicht lebendig genug. An einigen Stellen der Kerze lege ich nun noch eine Lasur mit Gelb auf. So verstärke ich die Leuchtkraft und damit die Präsenz des Motives, erreiche eine höhere Bildharmonie und deute Lichtreflexionen an. Baby, this year is just gonna be you. Um das Motiv noch etwas interessanter zu gestalten, füge ich nun noch einige Farbspritzer hinzu und ihr seht, dass dies auch mit Aquarellstiften problemlos möglich ist. Dann ziehe ich das Washi-Tape ab und meine kleine Kerze zum ersten Advent ist fertig. Dieses Motiv eignet sich natürlich auch wunderbar als Weihnachtskarte. Und hier könnt ihr noch einmal wunderbar sehen, wie intensiv das Bild durch die Kombination mit Aquarellfarbe und Aquarellstiften wirkt. Baby, this year it's just gonna be you and me. Ich wünsche euch nun noch einen wundervollen restlichen Adventssonntag. Genießt die Adventszeit, bleibt gesund, fühlt euch ganz lieb gedrückt von mir. Wir sehen uns im nächsten Video.